Ja, der HSV dann am Ende trotz allen Widrigkeiten mit einer Mentalitätsleistung am Ende noch einen Punkt in Magdeburg geholt. Wir haben gerade auf die Szenen geblickt. War es für euch ein Elfmeter und eine rote Karte? Hättet ihr auch so entschieden? Nee. Wir haben auch, wir sind zusammen fast zusammen hergefahren. Nur ein paar Minuten. Er zusammen hergelaufen. Wie fährt man denn fast irgendwo zusammen? Nein, Entschuldigung, wir sind zusammen hergelaufen, so muss man es ja sagen. Und da haben wir auch gesagt, also ich habe mich gewundert als Fußballkommentator, du auch, wir haben darüber gesprochen, das Thema Doppelbestrafung ist eigentlich abgeschafft. Also ich habe es nicht gecheckt und ich verstehe komplett den Unmut von Steffen Baumgart und Co. Es ging ja dann darum, wenn es außerhalb des Strafraums wäre, wäre es Freistoß und Rot. So ist es Elfmeter und Rot und da gibst du eigentlich nur Elfmeter und Rot, wenn die Aktion nur gegen den Mann geht und eine klare Tätigkeit oder sonst was ist und nicht in einem Zweikampf um den Ball. Und das, finde ich, ist da nicht gegeben. Deswegen Elfmeter ja, rote Karte habe ich nicht verstanden. Also das war ein Ungeschicklichkeitsdoppelpass, den die Hamburger da bei den beiden Elfmetern fabriziert haben. Da musste erst mal hinbekommen. Ja, das war ganz bitter. Bei beiden Elfmetern. Am Ende ist man trotzdem zurückgekommen. Trotz allem, der Punkt ist zu wenig im Aufstiegsrennen, oder? Ja, klar. Also der HSV hat wie seit Jahren ganz andere Ziele. Ich habe heute irgendwo gehört, wenn sie jetzt noch ein Jahr länger zweite Liga spielen, sind sie der Zweitliga-Dino. Also ich glaube, den Titel wollen sie nicht innehaben. Ja, also Hamburg gehört in die Bundesliga. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und Steffen Baumgart, ich kenne ihn ja auch noch aus Kölner Zeiten, der ist natürlich ganz klar mit dem Ziel dahingegangen, sofort mit dem HSV aufzusteigen. Jetzt schaut es gerade wieder so aus, als wenn das ziemlich schwierig werden würde. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so ehrlich, auch wenn das hier in Köln nicht jeder gerne hört, ich würde es Fortuna Düsseldorf auch einfach mal gönnen, weil Daniel Thun wirklich seit Jahren hervorragende Arbeit dort abliefert, meiner Meinung nach. Relegation Düsseldorf-Köln, das brauchen wir. Könnte ich mit leben. Ich hätte mir auch noch Rot-Weiß Essen gegen Schalke dann einen drunter gewünscht und dann ja, alle Spiele besuchen in der Woche. Aber das wäre eine krasse Relegation. Irgendwie sagen wir das jedes Jahr, so Derbys sind immer möglich, aber Düsseldorf-Köln wäre schon, nicht so schlecht. Schon was. Ja. Da sehen wir uns dann wieder. Ja. Düsseldorf ist ja jetzt 4 Punkte vor dem HSV. Dort hat man ja lange Zeit über die direkten Aufstiegsplätze gesprochen, oder den höchsten Etat in der Liga gehabt, dich gefolgt von der Hertha. Jonas Bolt, du hast ihn angesprochen, ist ja jetzt für ihn auch eine Zerreißprobe. Also er hat jetzt mittlerweile seinen dritten Trainer dort installiert, musste sich dann nach über 900 Tagen von Tim Walter trennen. Haltet ihr die Entscheidung für nachvollziehbar und richtig? Weil tatsächlich ist es jetzt, und Jonas Bolt hat da auch schon öffentlich widersprochen und gesagt, er möchte nicht gerne einen Trainer, der erst seit ein paar Spielen im Amt ist, an seinem Punkteschnitt bewerten. Aber es ist nun mal so, dass Tim Walter 1,76 Punkte pro Spiel die Saison geholt hat und Steffen Baumgart bis jetzt nur 1,57. Also es ist tatsächlich eher ein Rückschritt. Ja, jetzt dauert es ja auch manchmal, bis ein Trainer dann wirklich seine Idee implementieren kann. Aber dafür wurde er eigentlich nicht geholt. Ja, klar. Also ich habe ja auch gerade gesagt, Steffen Baumgart Ziel war natürlich, sofort mit dem HSV hochzugehen. Es scheint jetzt gerade vielleicht noch nicht so zu funktionieren, aber ich glaube auch Michael wird das ja wissen, wie das in so einem Verein abläuft. Du trennst dich ja auch von einem Trainer mit Grund und manchmal hat es ja auch andere Gründe, die wir hier außerhalb vielleicht alle gar nicht so kennen. Ne? Also intern passiert ja auch immer vieles in einem Verein und zwischen einer Mannschaft und einem Trainer. Deswegen werden sie schon ihre Gründe gehabt haben. Ich bin jetzt nicht nah am HSV dran, mit Tim Walter dann irgendwann diese Zusammenarbeit auch zu beenden und einen neuen Trainer zu holen mit Steffen Baumgart, der, ja, sagen wir mal, vom Typus her vielleicht sogar ein bisschen ähnlich ist wie Tim Walter, aber eben auch einer, der den Spielern, sorry, mal richtig in den Hintern treten kann. Und bis jetzt, ja, funktioniert es noch nicht. Ich glaube aber immer noch an Steffen Baumgart, weil am Ende ist er ein Arbeitssteh-auf-Männchen ohne Ende. Der wird erst aufgeben, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Aber trotzdem natürlich zwei Trainer, die eigentlich für eine ganz unterschiedliche Art von Fußball stehen. Ja, total. Ja. Ich wollte es auch gerade sagen, Steffen Baumgart hat nach dem Spiel ja auch gesagt, so langsam werden es zu meinen Jungs so oder so ähnlich und so langsam verstehen sie, wie ich spielen will. Und das dauert seine Zeit, deswegen sage ich, ja, natürlich, ein Trainerwechsel macht immer irgendwo Sinn. Das heißt, einfach mal dahingestellt, das ist jetzt so, wie es ist. Ob aber Steffen Baumgart einfach nur als Motivationskünstler, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, reicht, um dann den HSV wirklich nach oben zu bringen, ist halt die andere Frage, weil er drückt natürlich sein oder will seinen Stempel aufdrücken, wie er Fußball spielen möchte und der Kader kannte das jetzt 2-3 Jahre ganz anders und das dauert natürlich schon seine Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht Steffen Baumgart ein bisschen abrücken muss und ein bisschen was anders machen muss, aber er sagt, man ist auf dem richtigen Weg und es sind ja auch noch ein paar Spiele Zeit. Nur weiß ich nicht, ob der HSV sich selbst immer die Zeit gibt, gewisse Dinge entwickeln zu können, wenn es in die Saisonendphase geht. Sascha hat bei Steffen Baumgart mal hospitiert beim 1. FC Köln. Der kennt ganz genau, wie Steffen Baumgarts Fußball ist. Ich weiß noch nicht, ob man den beim HSV gerade so sieht. Also ich glaube, der Trainerwechsel war schon
Oder die Idee war schon, dass du natürlich dieses Jahr aufsteigst. Ja. Das glaube ich aber Steffen Baumgart mit seinem Fußball schon ein bisschen Zeit braucht. Das sieht man halt jetzt, wenn wir uns die beiden Gegentore anschauen, wo zweimal überhaupt gar kein Druck auf den ballführenden Spieler ist. Das gibt es normal unter Steffen Baumgart eigentlich nicht. Da ist immer Feuer, da ist immer Stress. Und dann diese Stellungsfehler hinten drin, das ist ja, die waren ja nicht schwer zu verteidigen. Und da brauchen wir ja nicht reden, ob es Elfer ist oder rote Karte ist. Das sind einfach Tore, die darfst du als HSV unter Steffen Baumgart, wenn er seinen Fußball da implementieren möchte, einfach nicht bekommen. Frage ist halt, ob das jetzt ja, dann der richtige Schritt ist. Da bist du danach immer schlauer. Ich finde halt, diesen Bruch von Tim Walters Fußball zu Steffen Baumgart ist halt extrem hoch. Und ob der in einer Saison funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Also da auch eine leichte Kritik an Jonas Bolt? Ich glaube, die Kritik, die muss er sich ja selber auch stellen. Ich glaube, dass er jetzt ein paar Jahre Zeit hat, mit dem HSV hochzugehen, dass der Kader das hergibt, dass das Material der Spieler das hergibt, dass sie einen Trainer gehabt haben, der sehr erfrischend den Fußball spielen lassen kann. Aber am Ende, ich glaube, man sieht es ja auch bei Leverkusen, klar spielen die Offensivfußball, aber die haben auch mit Abstand die wenigsten Gegentore. Und wenn du aufsteigen willst, wenn du Meister werden willst, dann brauchst du auch einfach eine vernünftige Defensive, die es auch mal schafft, ein paar Spiele zu Null zu spielen. Und das hat Tim Walter nicht hinbekommen. Deswegen dieser Trainerwechsel, glaube ich, vielleicht auch ein Tick zu spät. Vielleicht hätte man auch vorher schon reagieren können, vielleicht im Winter, um dann auch Steffen Baumgart ein bisschen mehr Zeit einzuräumen. Aber Jonas, glaube ich, ich kenne ihn auch ganz gut. Ich habe auch schon mich mit ihm schon austauschen dürfen länger. Ich glaube, der ist ja selbstkritisch genug und hinterfragt da auch jede seiner Entscheidungen. Jetzt ist es ja eigentlich das perfekte Szenario für den Hamburger Sportverein gewesen. Mit Hertha und Schalke gibt es zwei Absteiger, die der eine Verein ein bisschen mehr, der andere Verein ein bisschen weniger, nicht im Aufstiegsrennen dabei sind. Die Hertha klopft da immer rund um Platz 7, 8 ab und zu an. Jetzt sind es zwei Vereine, mit denen man vor der Saison nicht hundertprozentig rechnen konnte. Glaubst du, das macht diese Frustration beim Hamburger Sportverein auch noch größer? Definitiv. Also davon gehe ich ganz stark aus. Und weil es ja natürlich auch St. Pauli ist. Definitiv. Ja, das sowieso. Ich glaube, dass sogar Pauli die Möglichkeit hat, gegen den HSV aufzusteigen. Ich glaube, am drittletzten Spieltag treffen die noch aufeinander. Ich glaube, das wäre natürlich der absolute Worst Case für alle Hamburg-Fans. Ich glaube, was aber dieser Unterschied ist, dass halt in Kiel eine gewisse Ruhe ist, dass die Mannschaft da in Ruhe arbeiten kann. Beim HSV ist halt der Druck ganz anders. Und ich glaube, dass auch bei St. Pauli, die waren auch noch vor ein, zwei Spielzeiten auch in ganz anderen Regionen unterwegs. Und jetzt ist man froh, jetzt hat man Kontinuität, hat einen innovativen Trainer, spielt mit Abstand den besten Fußball, was mich persönlich sehr freut, dass nicht nur in der ersten Liga, sondern auch in der zweiten Liga die Mannschaften wirklich oben stehen, die mit Abstand den besten Fußball spielen. Dementsprechend klar, also für den HSV, glaube ich, wird es jetzt von Jahr zu Jahr nicht unbedingt einfacher, hochzugehen. Angelo, schaust du in der zweiten Liga mal vorbei oder ist alles unter der Champions League unter deiner Würde mittlerweile? Nee, also ich schaue schon sehr gerne zweite Liga, wenn es sich ergibt, weil wir spielen ja meistens ein paar Stunden später. Dann kann man nicht mehr so viel schauen, aber man verfolgt schon sehr viel und ich finde es einfach persönlich gerade sehr gut, dass die Mannschaften, die oben stehen, alle für Fußball stehen und halt versuchen, Fußball zu spielen. In den letzten Jahren war das dann eher wahrscheinlich weniger der Fall, da war eher mehr der lange Ball gefragt. Und jetzt sieht man einfach, dass heutzutage Fußballspielen wichtig ist. Und das finde ich einfach sehr schön, einfach anzuschauen, dass mit St. Pauli, Kiel, Düsseldorf, dass die drei einfach gerade oben, zu Recht oben stehen und einfach gute Arbeit leisten. Düsseldorf im Kampf um die Relegationsplätze für dich der Favorit gegenüber des Hamburger Sportvereins, Marlon? Ja, vielleicht aufgrund der Ruhe, die gerade auch angesprochen wurde. Ne? Also ich glaube, der HSV hat halt einfach diesen Druck, den spürt jeder dort, endlich mal wieder hochgehen zu müssen. Und bei Fortuna ist es so klar, die würden gerne hochgehen, die sehen sich auch in der Bundesliga, aber haben in den letzten Jahren auch immer mit viel Ruhe gearbeitet. Und ich habe es gerade erwähnt, Daniel Thun hat da eine gewisse Konstanz jetzt auch reingebracht und jetzt wird seine Arbeit auch so langsam mal belohnt. Favorit weiß ich nicht. Wird sich zeigen in den nächsten Spielen, wer da lockerer bleibt und die Punkte holt. Aber am Ende glaube ich schon, dass Fortuna jetzt vielleicht auch mal wieder an der Reihe ist. Also ich kann es mir vorstellen, dass sie auf dem dritten bleiben. Eins dürfen wir aber nicht vergessen. Fußball ist natürlich Ergebnissport. Aber Steffen Baumgart also und der HSV. Du zahlst heute aber Minimum ja, ich weiß, 100er Hier gibt es keinen Phrasenschwein. Ich bin in der falschen Sendung. Also eine Phrase. Du kannst mal Bier auf Ex austrinken. Das ist alkoholfrei, das möchte ich nicht. Da. Gute Antwort. Ja, danke. Genau, dafür Prost. Ich wollte nur sagen, wir dürfen aber auch nicht vergessen, in Unterzahl 2-2 zu spielen und wir haben auch die Chancen noch gesehen. Magdeburg ist im Abstiegskampf. Klar ist das auf dem Papier, der HSV muss das Ding gewinnen. Aber auch Steffen Baumgart hat es gesagt, vielleicht kann dieses Spiel, diese Moral, die sie dann in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, auch durch den wieder genesenen Glatzel, der reingekommen ist,
Und dann auch noch, eigentlich musste das Spiel ja sogar gewinnen, so blöd es klingt, in Unterzahl. Vielleicht gibt es Ihnen jetzt auch mal einen Push im Saisonendspurt, dass der HSV das auch mal mittransportieren kann und es dann doch noch mit Düsseldorf eng macht um den Relegationsplatz. Weil lange gelitten in Saisonendphasen und genug Humor und Witze musste man sich als HSV-Fan anhören. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen kleinen Ruck geben kann. Gerade Steffen Baumgart kann mit sowas umgehen, wenn es um Momentum geht. Und das haben sie dann gegen Magdeburg gezeigt, auch wenn es am Ende wieder verlorene Punkte sind.